Ich habe das Vorrecht, den Schluss zu machen von dieser Konferenz, Forum für Evangelisation. Und das ist jeweils nicht ganz eine einfache Sache. Ich bin gelegentlich mal unterwegs, auch als Konferenzredner. Und wenn immer ich die Wahl habe, dann probiere ich als Erster zu sein. Und wenn man einigermaßen gut ist, ist man gut. Aber wir haben dermaßen super Redner gehabt. Das ist jetzt schon langsam eine Kunst. Und dann sind das so verschiedene interessante Themen gewesen. Ich habe mich eigentlich vorbereitet für den Herren und habe sie etwa dreimal neu geschrieben während dieser Zeit. Weil ich gemerkt habe, da ist so viel gesagt, was ich auch schon sagen wollte. Und so viel, was uns bewegt und beschäftigt. Und ich hoffe, dass es gelingt, dass wir heute Morgen nochmal einen super Abschluss werden haben. Wo einiges kann zusammengefasst werden, einiges neu dazukommt, Mut tut gut. Und für alle die, die denken, ich hätte noch etwas anderes, wo sie von mir hören möchten, ich habe da hinten ein kleines Büchlein, History Maker. Es sind ein Haufen Geschichten, die wir erlebt haben mit Gott, teilweise wirkliche Glaubensgeschichten. Nehmt die mit, wir haben die Druck zum Verschenken. Wir haben 3.500 von denen können verteilen am Praise-Camper, die jungen Leute, mit der Idee, on fire gestorben zu bleiben, weiterzumachen. Und haben interessante Mails bekommen, wo Leute wirklich weiter gehen wollen, die ermutigend sind. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Vor Jahren bin ich und Annelies bei meinem Sohn Andy Sopal und den beiden Kindern zum Znach gsi. Schon eine Weile her, er ist aktiv in einer wachsenden Kirche, ist Pastor, nicht Hauptpastor, aber jetzt in Gemeindegründung tätig. Und dann hat er mir sein neues Gemeindekonzept vorgestellt. Was sie jetzt für neue Ideen haben mit Kleingruppen. Damals war G7, G12 das grosse Thema gewesen. Und irgendwie so über den Tisch verkauft er mir das und erzählt, wie sie jetzt Gemeinde wirklich engagieren wollen. Und ich habe irgendwo gesehen, oh du, die werden da die ganze Gemeinde über die Piste hetzen, die haben keine freie Minute mehr. Und habe gesagt, du, los, Andy, das geht, glaube ich, nicht so. Weißt du, da gibt es Familien mit kleinen Kindern, die brauchen ein bisschen Zeit. Da gibt es Ledige, die hier und da mal am Abend, hast du auch ein neues Wort nicht gelernt, einfach chillen wollen. Da gibt es Ältere wie ich, die einfach auf der Schnörre sind, die nicht mehr mögen. Und du kommst da mit dieser Idee und hat mich richtig angefunkelt. Und dann schaut er mich über den Tisch an, wie ein Tiger mit seinen Augen. Und sagt, Daddy, bist du soft geworden? Er hat mir da die beste Predigt gehabt, die ich seit Jahren gehört habe. Hey Daddy, bist du soft geworden? In 20, 30 Jahren, für dich trifft das zu, für uns vielleicht in 40, 50 Jahren, sind wir alle nicht mehr auf dieser Welt. Und dann, Daddy, spielt es doch nur noch eine Rolle, ob Menschen durch mich den Weg in den Himmel gefunden haben. Dann spielt es doch keine Rolle mehr, ob ich meinen Doktortitel hatte, mein Seifamilienhäuschen, ob ich in der Karibik Ferien gemacht habe, ob ich gechillt habe, dann kommt es auch nur noch darauf an, ob Menschen Jesus Christus kennengelernt haben. Hat er mich verwünscht. Das Gemeindekonzept, das er hatte, das ist nie aufgegangen. Ich habe recht, keine Sache. Aber etwas hat mich beschäftigt. Möglicherweise hat er mich nur darum so klar angesprochen, weil er möglicherweise Funkeln in meinen Augen für Jesus vermisst hat. Versteht ihr? Es ist ihm wahrscheinlich nicht darum gegangen, um Aktivität. Daddy, in 20, 30 Jahren kommt es nur darauf an, ob Menschen Jesus Christus gefunden haben.
Möglicherweise hat das Funkeln in meinen Augen für Jesus vermisst. Das war eine der besten Predigten, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Vor einiger Zeit ist mein anderer Sohn, hat mir angerufen, Martin, und sagt, du los, ich muss eine Predigt machen. Kannst du mir eine Frage beantworten? Was würdest du anders machen, wenn du vorne anfangen könntest? Und die Frage höre ich oft und ich bin immer verlegen. Ich bin immer verlegen. Was würdest du anders machen? Wenn ich sage nichts, dann bist du arrogant. Und wenn ich sage alles, ja, warum hast du es nicht anders gemacht? Und habe dann, wenn ich es meistens mache, mich ein bisschen umgedruckst. Da gesagt, ja, weißt du, wenn ich mit dieser Erfahrung, die ich jetzt habe, nochmal könnte ich anfangen damit, dass ich, nein, das gilt nicht. Mit dieser Erfahrung, die du damals gehabt hast, was würdest du anders machen? Und habe dann angefangen zu überlegen und habe gesagt, was ich anders machen würde, ich würde größere Glaubensziele setzen in meinem Leben. Denn praktisch alle Ziele, die ich gesetzt habe, sind erfüllt worden. Euch geschehe nach eurem Glauben. Ich schaue tatsächlich auf ein Leben zurück, wo viele von diesen Zielen, von diesem Glauben, den ich hatte, wie man das Reich Gottes bauen kann, viele, die meisten haben sich erfüllt, in etwa. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich im Glauben Jesus mehr vertraut, auch ein grösseres Ziel zur Ehre Gottes wäre aufgegangen. Denn für Gott spielt es keine Rolle, mir 500 Stutz geben oder 5 Millionen. Für ihn ist es gleich. Mir eine Seele zu geben oder 10. Für ihn ist es kein Problem. Und das sind zwei Fragen gewesen, die mich gewaltig herausgefordert haben. Ich habe einen Meter mitgebracht. Doppelmeter. Wo durchaus auch ein bisschen mein Leben darstellt oder reflektiert. Der Meter. Also ich glaube nicht, dass mein Leben so gerade verlaufen ist. Denn der Meter stellt durchaus ein bisschen mein Leben dar. Es spricht von der Spanne meines Lebens. Es spricht aber auch, mein Leben war nicht geradlinig. Das ist viel auf und ab und trotzdem ist es eine Distanz. Trotzdem sind es 2 Meter. Aber wenn es 2 Meter darstellt, es sind trotzdem 2 Meter. Ich bin trotzdem 65 Jahre gegangen, auch wenn ich für nicht 65 Jahre gelebt habe. Bei einigen von uns ist ein Drittel vom Leben schon gegangen. Die haben noch das meiste vor sich. In meinem Fall ist der grösste Teil von meinem Leben ist bereits schon gegangen. Da bleibt noch ein kleiner Bitz. Auf die Vergangenheit habe ich keinen Einfluss mehr. Das ist gegangen. Auf die Zukunft, sie ist wenig, habe ich noch Einfluss. Für uns Ältere ist die Zeit, wo ich zurückschaue, länger als die, wo ich noch voraus schaue. Und das hat mit mir etwas gemacht. Ich habe früher, wo ich noch so viel Zeit erwartet habe, wo ich in die Zukunft gehen kann, dermassen viele Träume und Visionen, weil ich die Möglichkeiten hatte, das könnte man für Christus umsetzen.
irgendwie, ich weiß nicht, wie es anderen geht in meinem Alter, aber ich finde alt sein nicht nur lustig. Am Morgen steht man auf und hat schon Rückenweh. Muss fast Diät essen. Als Pionier muss ich mich bei allem, was ich anfangen will, überlegen, kann ich das überhaupt noch durchziehen? Und es bricht meinen Unternehmergeist. Möglicherweise zu Recht. Ich kann nicht mehr alles. Salomo sagt, gedenke deines Schöpfers in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen werden, zu denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Wir ältere Leute haben im Wesentlichen noch zurückzuschauen. Ist nicht mehr viel, um vorauszuschauen. Natürlich, wir sind näher am Ziel. Ziellinie sehen wir alle, die älter sind. Und das erfüllt mich mit Freude. Um ganz ehrlich zu sagen, ich freue mich drauf. Endlich über die Ziellinie zu gehen. Wenn ich zurückschaue, ich habe mein Leben weniger als ein Wohlfühlchrist gelebt. Ich bin heute nicht mehr in guter Gesellschaft. Ich habe mein Leben verstanden, auch als Soldat. Und ich kann euch sagen, vieles, was entstanden ist über diese Jahre, ist nicht entstanden, weil ich mich wohlgefühlt habe. Ist entstanden, weil ich mich verstanden habe als Soldat Jesu Christi. Und wir haben eine Sportlerin unter uns. Ich habe mit 18, 15 auch Sport gemacht. Und ich bin nicht trainieren, immer wenn ich Lust hatte, sondern wie ich das Ziel im Auge hatte. Ich habe alles gemacht, um das Ziel zu erreichen. Und ich möchte aufrufen, verstehen wir den Glauben als Jesus Christus auch unter anderem auch als wie ein Sportler, der sagt, er wird nur das Ziel erreichen, wird nur die Kronen bekommen, wenn er sich an die Spielregeln hält. Keine Abkürzungen nimmt, nicht umgeht, nicht umgeht, sondern sich genau an die Regeln hält. Und die ist nicht immer einfach. Und grinnt ab und durch. Oder als ein Soldat, der tut, was von ihm verlangt wird. Wir Männer, wir schauen noch gerne mal so einen Kriegsfilm. Das tönt dann immer romantisch, wie die Helden da sind. Aber manchmal sieht man auch Szenen, wo die Soldaten Angst haben, verzweifelt sind. Wo es nicht so lustig ist. Und ich möchte ermuntern, diesen Aspekt von uns Älteren auch an die Jüngeren ein bisschen weiter zu vererben. Ich bin ein Fan von Worship. Aber es gibt auch noch etwas, was vielleicht denen mit Tränen zu tun hat. Mit Schwierigkeiten. Und das wissen alle Pastoren. Das ist nicht immer Fun. Das wissen alle, die im Beruf sind, die Familie haben. Da ist sehr viel mit Tränen verbunden. Und einige von uns Älteren haben sogar Kinder, die nicht spuren. Das ist kein Automatismus. Ich bin das ganze Leben im Gemeindebau, Gemeindegründung und auch in theologischer Ausbildung gewesen, bis heute. Und ich habe sehr viele Schüler in der Schule, die Bibel studieren im vollzeitlichen Dienst. Und wenn wir ihre Zeugnisse gehört haben, haben Einzelne gesagt, meine Eltern sind tiefgläubige Leute. Die ermutigen mich, den Weg zu gehen. Und jetzt gehe ich ihn. Andere haben gesagt, ich habe gläubige Eltern, die überhaupt kein Vorbild waren. Aber ich will ein Vorbild sein und ich gehe. Und eine dritte Gruppe sagt, bis mir gegangen ist, ich bin zu Hause rausgeworfen worden und ich auf die Bibelschule bin.
und bin trotzdem gegangen. Der Erziehung der Eltern. Es ist kein Automatismus, wie Kinder rauskommen. Ich habe mich manchmal gewundert. Manchmal auch gewundert über mich. Ich habe eine Geschichte aufgeschlagen aus dem 1. Samuel-Buch, 1. Samuel, Kapitel 1. Wir haben die Geschichte, wo der Elkana mit seinen zwei Frauen regelmässig ist gebeten nach Silo. Eine von den zwei Frauen hat kein Kind gehabt, die Hanna. Und sie sind Jahr für Jahr gegangen. Und der Elkana hat den beiden Frauen im Verhältnis zu der Größe der Familie Opfergaben gegeben. Und die Hanna, wir lesen es, ist jedes Mal traurig gewesen, weil sie nur so wenig überkommt, respektive weil sie kein Kind hatte. Und ihre Nebenfrau hat sie jedes Mal ausgelacht. Und wir lesen in Kapitel 1, dass sie zutiefst betrübt war. Sie war verzweifelt, sie hat angefangen zu brüllen und ist dort einfach vor dem Heiligtum niedergefallen, niedergelegen und hat gebetet: Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande an und hilf mir. Vergiss mich nicht. Ich verspreche dich dafür, dass er dir dein ganzes Leben lang gehören soll. Und sie hat ihn gebeten: Vergiss mich nicht und schenke mir einen Sohn. Sie hatte so intensiv gebetet, der Prophet Eli hat gemeint, sie sei besoffen. Die hat geschrauen, die hat brüllt, die ist am Boden gelegen, die war verzweifelt. Und Gott hat ihr Gebet erhört, hat ihnen Mut bekommen. Und das ist das, was mich beschäftigt in dieser Geschichte. Sie hat Wort gehalten. Wir lesen: Ich verspreche dir dafür, dass du ihn sein ganzes Leben lang haben kannst. 3 oder 4 Jahre später hat sie ihrem Bub, dem Eli, abgegeben, ist wieder gegangen zu deren Anbetungsstätte und hat gesagt: Verzeihe, mein Herr, sagte Hanna, so gewiss ich lebe, ich bin die Frau, die einmal an dieser Stätte stand und betete. Hier ist das Kind, das ich damals von Gott erflehen habe. Er hat mein Gebet erhört. Nun will auch ich mein Versprechen erfüllen und bringe dir das Kind. Ich habe dem Wort, bin ich hinangegangen, Versprechen geben. Ein Gelübde ablegen. Ein Schwur machen. Die Frau hat das Wort gegeben und sie hat es gehalten. Ich habe eine Google-Untersuchung gemacht. Was heisst Versprechen? Dann ist als Antwort: Versprechen ist eine Absichtserklärung, die ich einhalten kann oder nicht. Wir haben ganze Berufsstände, die mit der Unehrlichkeit der Leute rechnen und leben. Und wir leben in einer Zeit umgeben, wo Wahrheit nicht mehr ganz so wahr ist. Das ist ein guter Vorschlag, den Jesus gemacht hat. Du, wenn er will, dann gehen die alle Welt. Wenn er will, dann erreichen sie. Eigentlich habe ich gesagt, sie gehen verloren ohne Erlösung, aber das war nur ein Vorschlag. Wir stehen in einer Gefahr, dass wir von dieser Welt gefärbt werden. Und die verbindlichen Worte Gottes als einen guten Vorschlag nehmen. Und es ist nicht mehr
100% verbindlich. Jesus geht sogar so weit, schwört überhaupt nicht. Euer Ja sei Ja und euer Nein sei Nein. Zeige Charakter. Und wenn ich das so in den letzten Wochen und Monaten auch als Vorbereitung durchgelesen habe, ist mir neu die Frage gekommen, Heinz, haltest du das Wort, das du gegeben hast? Wo du Gott gegenüber gegeben hast? Und wie oft, ich kann sagen, ich bin wahrscheinlich hunderte Mal niederknüllt bei Aufrufen aller möglichen Arten, wo ich sage, ja, Herr. Und ich weiß, ich bin x-mal aufgestanden, vorgegangen, abgeknüllt. Herr, hier bin ich, sende mich. Und ich bin sicher, viele von uns haben so etwas gemacht, sonst wären wir nicht da, zu Forum Evangelisation. Ich würde sagen, alle von uns sind irgendwo mal abgeknüllt, haben Gott ein Versprechen abgelegt. Herr, mit mir kannst du rechnen, ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Dein Boten auf dieser Welt, Bürger im Himmel, Fremdling hier. Und dann sind Umstände gekommen, Schwierigkeiten, Druck, bei uns gelacht worden und ich habe das Wort gebrochen und ich habe das Wort gebrochen und mit der Zeit breche ich es überhaupt nicht mehr, ich lebe es gar nicht mehr. Forum Evangelisation. Wir haben in diesen zweieinhalb Tagen über Verschiedenes geredet. Über Methoden, über Stil, über Ideen, über das Reich Gottes, über Verschiedenes. Und immer wieder ist es zurückgekommen, wenn es wirklich darauf abkommt, ist es entscheidend, ob jemand das Leben persönlich Jesus Christus übereignet hat. Das ist mir eingefahren. Ich muss sagen, das ist eine der besten Predigten, die ich gehört habe, wo mein Sohn mir sagt, Daddy, in 20, 30, 40 Jahren spielt es für keinen von uns mehr eine Rolle. Dann spielt es nur noch eine Rolle, sind Menschen in den Himmel gekommen oder nicht. Wir mögen in den Jahren, wo wir leben, viele Werte haben, viele Überlegungen haben. Ich stand am Schluss und schaue zurück. Und es wird nur bleiben, was wirklich echt ist. Holz, Strau, Stoppeln, alles wird untergehen. Nur das wird Bestand haben, was für das Reich Gottes von Bedeutung war. Manchmal habe ich Zweifel und frage mich, wie viel ist es? Ich habe aber innerlich das Gefühl, doch einiges habe ich dürfen machen für das Reich Gottes. Ob es so viel ist, wenn ich gern sehe, weiß ich nicht. Und ich möchte auffordern, gerade auch jüngere Leute, die da sind. Schaut das Leben an, von der Warte, wenn ihr abtreten werdet. Vor einem guten Monat ist meine Schwiegermutter gestorben mit 97. Bin ich auch wieder herausgefordert worden, ob es 97 Jahre geht oder 65. Es ist absehbar. Junge Leute, jüngere Leute, träumet von der Ewigkeit her. Von den Werten, die die Schrift uns sagt. Vom Auftrag, vom ultimativen Auftrag, den er uns letztlich gegeben hat. Und dann wird einiges unbedeutend und einiges bedeutender. Verstehen wir nebst dem Fun und Spass, wo Christus auch gibt. Und ich glaube, niemand kann sagen, dass ich nicht ein Christ bin, der auch Spass hat, Humor hat. Aber wenn ich zurückschaue, ist es vielleicht die Prägung, die mir geholfen hat, dass mich Gott hätte brauchen können, etwas zu bewegen. Dass ich mich auch wie einen Sportler verstanden, wo sich an die Regeln halten wollte. Dass ich mich wie einen Soldat verstanden, wo einfach das macht, ob es mir jetzt passt oder nicht. Und ich hatte das grosse Glück, als ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin.
Ich habe meinen Vater nicht ein einziges Mal gesehen, säen, ohne die Ernte im Auge zu haben. Er hat nie gesagt, und er war nicht ein gläubiger Mensch, er hat nie gesagt, weißt du, ich muss einfach ein bisschen säen. Er hat nur von einem geträumt, zu ernten. Und hat genau dann gesagt, wenn am ehesten die Ernte eine Chance hat, aufzugehen. Und Jesus gibt uns den Auftrag, gönnt, das Erntefeld ist reif. Es sind Menschen da, die genau jetzt reif sind. Sie müssen nur gepflückt werden. Und es gibt Menschen da, wo ich jetzt genau den ersten Samen sehe. Und es sind Menschen da, wenn ich oft als Bub haben müssen, mit den Hacken ins Feld getrunken und Zucker rüben, das Unkraut rausnehmen. Um am Schluss zu ernten. Sind wir Leute, auf die sich Gott verlassen kann, die das Wort halten. Und dann ist es möglich, dass wenn wir das Wort halten, dass ein Kind geboren wird in die Welt hinein. Der Mann hat Samuel geheißen, einer der bedeutendsten Propheten im Alten Testament. Ein Mann, wo man von ihm gesagt hat, keins von seinen Worten ist auf den Boden gefallen. Er hat Autorität gehabt. Und machen wir uns keinerlei Illusionen. Tun wir es nicht glorifizieren. Die Frau, das war für die schwer gewesen, das Kind nach 3 Jahren zu bringen. Wissen alle Frauen hier. Wissen auch alle Männer, die Kinder haben. Das war kein Pappenstil. Das tönt so schön. Sie hat ein Wort gehalten, wo da schwer war. Bleiben wir dran. Bleiben wir da dran. Frauen und Männer. Sie, die unser Wort halten. Dann wollen wir zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt in diesen Augenblicken einfach nochmal dürfen unser Herz dir verfügbar machen. Und Herr Jesus, rede du jetzt nochmal neu in unsere Herzen. Und gehen wir doch in Gedanken unser Leben zurück. Wo habe ich Gott ein Versprechen gegeben, das ich nicht eingehalten habe? Wo ich einfach sagen kann, jawohl, ich möchte das erneuern und Täter des Wortes sein. Gehen wir zurück zu dem Punkt, wo meine Augen matt geworden sind, wo es nicht mehr funkelt für Jesus. Und erlaube Jesus erneut, dass er mich kann voll und ganz in Besitz nehmen. Und jetzt spreche ich ganz besonders auch zu uns älteren Leuten. Da, wo ich angefangen habe, ja, jetzt kann ich langsam eine ruhige Kugel schieben. Es geht um Menschen. Ich bitte für jüngere Leute, die das Leben noch voll vor sich haben, die träumen, träumen den Traum Gottes. Den Traum Gottes für die Welt. Und nicht nur euren kleinen Traum, wo Gott auch noch ein bisschen dabei ist. Und Heiliger Geist, erfüll du uns erneut mit dem gleichen Geist, wie die Apostel in Apostelgeschichte 2 erfüllt worden sind, wo sie drängt und getrieben hat, das Evangelium zu verkündigen, mit dem Geist des Zeugnisses für dich, mit der Kraft von oben.
bleiben wir doch noch einen Augenblick im stillen Gebet und reflektiert, redet mit Gott. Und Herr Jesus, wir möchten von dieser Konferenz für Evangelisation, von dem Forum, heimgehen in unser Umfeld. Und einfach einmal mehr das Licht leuchten lassen, das du in uns entzündet hast. Und ich danke dir, dass du uns als deine Bote geehrt und gewürdigt hast. Geht ihr jetzt hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Und ich danke dir, dass du verheißen hast, ich bin bei euch. Jeden Tag, jeden Augenblick, wo immer ihr seid. Und ich möchte auch für mich einmal mehr sagen, wie schon Jesaja gesagt in Jesaja 6, wo Gott Mitarbeiter gesucht hat. Herr, hier bin ich. Sende mich.